Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 2. Wir sind... Ach stimmt, zu den Haaren kämpfen sollten wir. Ich weiß gar nicht, was wir da machen sollen. Wir gucken mal eben. Ich kann meine Glaubwürdigkeit bei der UFLL erhöhen, wenn ich den Gefangenen befreie, den die APR in der Hahnenkampfarena. Achso, okay. Then we want to do it. Ah, Hilfe. Oh nein, hier ist falsch. Ich verwirre sie. Ich verwirre mich selber. Moment, halt, stopp, stopp. Oh, ihr macht mein Auto kaputt. Spitzwachsen, ey. Warte. Erstmal eine fette Granate werfen hier. Tot? Nee. Hä? Tot? Tot oder nicht tot? Das ist hier die Frage. Alter. Nehmen wir schon ein bisschen auf. Es brennt. Scheiße. Nein. Das ist Putsch. Ach, das ist doch Käse. Das ist blöd. Das ist sogar richtig blöd. Jetzt muss ich mir die alte Huddel nehmen, die ja gar nichts drauf hat. Scheiße. So. Okay. So, eine Granate habe ich noch gehabt. Wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht, aber macht auch nichts. Beweg dich nicht. Boah, so geile Sniper, ne? Wäre so gut. Ja, sag ich auch manchmal, aber ist meistens falsch. Who is shooting? Das war ich nicht. Diese Schuld möchte ich ganz klar von mir weisen. Das war ich definitiv nicht. Ich glaube... Ja. Wo ist er hin? Ach, er ist tot. Wir schießen zur Sicherheit noch ein paar Mal drauf. Ich traue den nämlich immer nicht. So, okay. Gucken natürlich auch schön hier in den Gebäuden mal nach. Da was ist oder nicht. C, so. Lassen wir mal noch alles ganz. Oh, hier ist Munition. Nehmen wir auch gerne mit. Sollten vielleicht, ja, unsere Waffe mal eben nachladen. Meiner Meinung, ja, müsste das hier sein. Aber meine Meinung ist ja nicht so wichtig. Es ist ja nur wichtig, dass das Spiel weiß, wo ich hin muss. Das Spiel sagt, ich muss... hierhin. Dann machen wir das mal. Was soll das? Who the fuck is here? Speicher mal kurz. Scheiße, das ist ein Ausbruch. Klasse. Keine Ahnung, was du hier willst. Ist mir auch egal. Ich bleib nur so lange, bis ich eine nette Knarre gefunden habe. Dann bin ich weg, Mann. Wir sollten uns trennen, hm? Dann sind wir schneller. Ja, okay. Bro. Nur falls wir das überleben. Ich bin Warren Clyde. Bis später. So, befreit ist befreit. Mr. Warren Clyde. Der wird auch einer unserer Begleiter. Und falls einem das aufgefallen ist, das sind nämlich auch alles die Charaktere, die man hätte wählen können. Wenn man es denn gewollt hätte. So, jetzt werden hier bestimmt wieder gleich ein paar Leute auftauchen. Was mir relativ egal ist, ich steige einfach in die Kiste und werde mal ab nach Pala düsen. Denn da müssen wir jetzt erstmal wieder hin. Ich weiß gar nicht genau, warum. Warum muss ich nach Pala? Achso, das ist einfach nur... Achso, ja. Das ist einfach nur, damit wir eine neue Mission abgreifen können. Alles Klärchen. Dann wollen wir das natürlich auch tun. Die Boys und Girls wollen ja immerhin auch ein bisschen beschäftigt werden hier. Guck mal, auf dem Navi fahre ich neben der Straße.
ist nicht sehr genau. So, sind wir gleich wieder da. Das war jetzt für die UFLL und jetzt müssten wir wieder was für die APR machen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die überhaupt jemals Bezug darauf nehmen. Ich meine, ich habe ja jetzt der APR voll geschadet. Eigentlich müssten die ja was dazu sagen. Ich möchte keinen Stress. Ja, ja. Ich mich doch sowieso, hallo? Ich bin der waffenstillständigste Typ, den es gibt. Augen auf. Genau, her mit dem Zeug. Welches Zeug? Ich hab kein Zeug. Mit deiner komischen Brille, ey. Deiner Mütze. Und so. Fucking believable. So, wir können hier auch nochmal speichern. Das werde ich auch mal ganz kurz dann in Angriff nehmen. Ich würde mal ganz gern was gucken. Ja, machen wir nochmal. Ich will zwar eigentlich nicht speichern. Hä? Ach doch, das sagt 20% des Spiels. Ich weiß gar nicht, ist das 20% von allem, also auch mit den Nebenmissionen oder 20? Nett, dass Sie glauben, ich kontrolliere alles in diesem Land. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sie nehmen das Gold und uns bleibt nichts. Wir sollten das sein. Der alte König kam zu uns. Er hat mit allen geredet. APR und die APR ist der Feind. Alles klar, Sie arbeiten jetzt für uns. Achso. Ach, ihr seid UFLN und die anderen APR. Na gut, ist mir eigentlich auch egal. Ihr Timing ist gut, Mann. Ich weiß. Ja, komm. Wussten Sie, dass dieses beschissene Land einen König hatte? Ernsthaft, Mann. Schön. Der Typ hat damals eine Menge Kohle aus Europa bekommen und hat sich dann verpisst, aber er ist zurück und hat sein Gold dabei. Schön. Haufen Gold. Das Gold stammt aus unseren Minen. Es gehört uns. Ganz genau, Mann. Das Gold ist in einer Oase im Nordosten der Wüste. Millionen von Dollar. Es liegt unter einer Plane. Und es wird von diesen APR-Wichsern bewacht. Wir brauchen einen No-Name, der das Gold da draußen findet. Schicken Sie uns eine SMS mit der Position. Finger weg. Das Gold gehört Ihnen nicht. Man kann es eh nicht allein tragen. Die geben mir fucking Diamanten. Der König glaubt, er könnte sein Erbe wieder aufbauen. Den Thron seinem Sohn übergeben, das wird nicht passieren. Nicht solange ich lebe. Verstanden? Gehen Sie zur Oase, töten Sie die Wachen und schicken Sie uns mit dem Handy die Position. Das war's. Jo, machen wir. Niemand weiß davon, ist das klar? Die UFLL wird ohne Zögern auf Sie schießen. Sie sind allein. Natürlich bin ich allein, wie immer. Warum solltet ihr Wichser mir auch helfen, wenn ich euren Scheißdreck erledige? Verstehe ich auch nicht, ja, dass das, also, Hilfe ist ja, wenn die mir helfen würden, dann wäre ich verstört. So, jetzt kriegen wir bestimmt gleich wieder einen Anruf. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen das alles anders. Klar, Lakeside, wo die Berge beginnen. Sicher. Ich würde immer noch gerne wissen, wie ich diese blöde Map irgendwie... Naja. War unbedingt ein anderes Auto. So, wir fahren jetzt erstmal nach, Lakeside-Gedöns-Ding, da wo die Berge halt beginnen. Im Grunde beginnt für mich hier der Berg. Die Frage ist nämlich, wo genau muss ich jetzt lang? Kann ich auch schon hier lang fahren? Warte mal. Kommt man hier auch noch auf die andere? Nee. Okay. Ja, wobei, vielleicht... Oder würde das gehen, theoretisch? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nämlich nicht, wie groß der Tümpel ist, auf dem das Bötchen steht. Deswegen fahren wir mal hier lang. Wahrscheinlich ist das aber wieder am Arsch der Welt, natürlich. Ist ja klar. So, ich muss jetzt quasi unten. Over the Brücke. Da wäre nochmal ein Lager. Die Lager bringen auch gar nichts. Ich kann da nur speichern und schlafen da drin. Das war's. Mehr nicht. Finde ich auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber naja. Was soll's, ne? Was soll's? Wupp, 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 wupp.
So, gleich. Nee, hier noch nicht. Oh. Upsala. Hier muss ich jetzt da lang. Vielleicht verfolgen die mich mit dem Auto. Dann habe ich ein neues gleich, aber ich glaube nicht. Ich merke es zumindest noch nicht. Naja. Ich glaube, sie verfolgen mich nicht. Schade eigentlich. Oh, ey, ernsthaft? Vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre oben angefahren. Naja. Ich glaube, das wäre es sogar. Boah, jetzt muss ich hier über die ganze Map fahren. Spitzenklasse. Einfach nur Spitzenklasse. So. Und schon habe ich wieder ein neues Auto. Finde ich eine super Sache. Da habe ich nämlich auch wieder ein Auto, womit ich schießen kann. Das finde ich nämlich super. Ich mag diese Autos. Ich brauche selbst auch so ein Auto. Einfach mit einem NG obendrauf. Keine Probleme mehr, einen Parkplatz zu finden. Und auch so. Bei jedem Stau ist das eine super Sache. Moment. Ja, sollen wir mal ein bisschen weiter hier raus folgen. Oh. So. What the fuck? Ist der tot? Ich hab absolut keine Ahnung, ob der tot ist oder nicht, ne? Von wo? Irgendwo da hinten, glaube ich. Raus. Ich fahr weg. Tschüss. Aua. Boah, Junge. Mal kurz anhalten, kurz ein Spritzchen geben. Kurz das Auto reparieren. Alter Schwede. So, und weiter geht's. Als wäre nie etwas gewesen. Okay, na dann. Ich hoffe, auf der nächsten Map ist das dann schon. Ich finde das ein bisschen blöd. Bisschen klein die Maps, ne? Und ich weiß halt auch nicht, wie man umschaltet auf andere. Bisschen blöd. Wäre eigentlich schon ganz vorteilhaft, wenn ich das wissen würde. Oh, ich glaube, da kommen sogar zwei Karren. Vielleicht haben wir auch einfach nur den Wagen doppelt gestartet, weil sie dumm sind. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss ich erstmal den Wagen reparieren wieder. Und weiter geht's. Wird einfach fröhlich ignoriert, dass auf uns geschossen wird. Es wird langsam dunkel, man merkt das auch. Man sieht ein bisschen schlecht die Straßen, finde ich. Aber naja. Ich glaube, da ist irgendwo ein Felsen gewesen. Ohne Spaß, wir werden tatsächlich verfolgt. Unglaublich. Unfucking glaublich. Wir werden Tatsache verfolgt. Mann. So, alles klar. Nächste Map. Drinne.
denke, das wird reichen. Warum steht denn der hier einfach nur so rum? Was soll's? So, schwupp, nächste Map. Gut. Wir sind relativ nah dran. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe so das Gefühl, wir würden verfolgt. Schießen die von hinten auch noch. So. Schön, dass ich jetzt in meinem Unterschlupf speichern kann, will ich aber gar nicht. Danke. Hure! Spüre meine Granate. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen, aber das ist auch egal. Hat ihn vielleicht lang genug abgelenkt, damit wir hier reparieren können. Jawohl. Plan ist aufgegangen. Aua. 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 Dass das auch teilweise alles für Meisterschützen sind, weißt du? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das Blöde ist... Alter, hat er gerade seinen eigenen Mann umgemietet? Krasser Typ, ey. Kranker Typ. Bei so einem Freunden brauchst du keine Feinde mehr. So, Wagen nochmal reparieren. Dann aber schnell ab zu Flora, weil die hat ja für uns Infos. Kommt da ein Auto? Ja, da kommt ein Auto. Boah, reparier schneller, Junge. What the fuck? Was war das denn? Ist mir die Waffe Tatsache gerade in der Hand explodiert? So. Ich glaube, da war nicht nur Ladehemmung gerade am Start, ne? So. Wir müssen ja hier lang, damit wir zu Flora kommen. Wir müssen mal ein bisschen beeilen. Ja, fuck you. Fuck you einfach alle. Klein verwurten Nutten. Jetzt mal ohne Witz, warum hat die hier bitte einen fucking Unterschlupf? Was ist los mit der? Was ist das da? Ach, ist ein Auto. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich treffe nicht. Oh, scheiße. Warum steigst du bitte da aus? Kannst du nicht woanders hingehen? Ich muss gleich hinter das Auto. Am besten ist, ich laufe mal kurz weg. Am besten ist, ich laufe mal auch längerfristig weg. Weil das Auto explodiert. Vielleicht denken die jetzt, ich bin tot. Ich glaube es nicht, aber naja, man weiß ja nie. Speichern wäre auch mal eine gute Sache wieder. Warum hat die hier ein Versteck? Jetzt mal ohne Spaß. Warum? Verstehe es nicht. Immerhin hat sie eine Karre, leider keine mit Waffe. Ein bisschen schade. So, zack, zack. Einmal gucken, was er von mir will. Hallo? Hallo? Schon gehört? Njele Kogosi ist zurück aus Europa mit seinem Sohn. Cool. Wenn dir dieses Land auch nur das Geringste bedeutet, gehst du ins Fort der Legion und tötest den König. Bueno, nimm ihm seinen Siegelring ab und bring ihn hierher zurück. Ich warte hier mit dem Prinzen auf dich. Er muss den Ring bekommen. Es ist sein Geburtsrecht. Njele ist unwürdig. Er war seinem Land nie ein Vater. Er hat es vor langer Zeit im Stich gelassen. Edward verspricht wundervolle Dinge. Mit dem Ring kommt er an das Familienvermögen. Er wird diese lächerlichen Kämpfe beenden. Bald triffst du ihn. Ich stell euch vor. Das ist eine geile Waffe. Erst musst du den König finden, im Fort der Legion. Ja, ja, bla bla bla, Schnauze. Ooh yeah, Sniper.
Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Sniper anstelle der Maschinenpistole ist. Das nervt ein bisschen. Weil das ist blöd. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich Schluss. Wir gucken mal so ein bisschen in den Himmel, so halb. Und wir gucken auch ein bisschen die Bäume an. Ist ja ein schönes Bild mit diesem schwarzen, wunderschönen Autorahmen hier. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.